Yannick Osei befördert von der U23 in die Regionalliga-Mannschaft des FK Pirmasens. Mal persönlich dich anzusprechen, wie fühlst du dich in der Regionalliga? Also ich fühle mich ganz gut, habe mich jetzt gut in der ersten Mannschaft eingelebt, ganz Vorbereitung dort absolviert. Es ist schon ein anderes Tempo im Vergleich zur Oberliga, das merkt man, aber ich fühle mich gut hier. Du hast auch hier gut mitgespielt, da ist nichts großartig aufgefallen und hast vor allen Dingen einen schönen Pass zum Tor der Pirmasenser geliefert. Ja, Salif hat es gut gemacht, hat alles gegeben. Ich finde, es passt ganz gut mit Salif auf der rechten Seite. Der hilft mir viel, muss mich oft lotsen. Ich weiß nicht immer genau, wo ich stehen muss, aber ich freue mich, mit Salif auf der Seite spielen zu können. Das Spiel im Ganzen gesehen war etwas unglücklich eigentlich, wenn ich es so anschaue, war ein Handelfmeter, der für meine Begriffe außerhalb des Strafraums war. Und da ist ein Elfmeter für uns nicht gepfiffen worden. Da wäre das Ding, die Kiste enger gewesen. Ja, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall eine Steigerung zu den Vorbereitungsspielen. Das hat man klar gesehen. Kommen wir durch so einen dummen Einwurf, dann gelangen wir dann Rückstand. 2-0 war auch schade da mit dem Handelfmeter. Ich weiß nicht, ob der innerhalb oder außerhalb war. Und dann liegt es halt 2-0 hinten, bisschen Rücken zur Wand, aber wir haben unser Bestes gegeben, ist nicht mehr rausgekommen. Ihr habt es jetzt ganz schwer, auf den Nichtabstiegsplätzen zu bleiben. Denkst, ihr seid auch erst langsam in der zweiten Halbzeit wieder ins Spielen gekommen, mal richtig Fußball zu spielen. Denkst du, dass mit der Leistung das noch zu schaffen ist? Ja, also wir werden auf jeden Fall alles geben. Wir wissen, dass es sehr schwer sein wird, die Saison, weil wir auch nicht wissen, wie viel absteigen. Aber ich denke, auf die Leistung können wir aufbauen. Es war sehr unglücklich, aber auf jeden Fall, wie gesagt, eine Steigerung. Vielen Dank, Yannick. Danke. Macht weiter so.